Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Wir nehmen natürlich unseren Tag-2-Ticket, das wir bekommen haben. Bloodcraft und Dragoncraft hatte ich die letzten Male schon gehabt, deshalb würde ich jetzt einfach mal Runecraft nehmen. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Okay, ich nehme all die. Kyoka und Gabriel sind schon mal sehr gute Karten, nämlich. Ja. Das. Oh, das kann richtig stark werden mit Gabriel. Das ist natürlich auch ziemlich cool, eigentlich. Passionate Potion hier für ein Copy. Ich gehe damit. Disintegration ist natürlich ziemlich cool. Ja. Ich denke, ich gehe mit Traditional Sorcerer. Electro Kitty ist geil. Frosten. Ach komm. Electro Kitty und Aether Golem nehme ich. Ja, Bazooka Goblins, falls irgendwelche Ambush dabei sind. Mechabook Sorcerer ist in Ordnung. Crimson Meteor, damit habe ich ein bisschen Field Damage. Mysterian Wisdom nehme ich dann gerne mit. Oh. Forbidden Dark Mage. If your leader can. Your leader can take from. At the start of your turn perform Earth. If an earlier played Earth the game, Amulet is destroyed this way. Return. Gain equals number of Allied. Ich denke nicht, dass das mir so viel bringt, tatsächlich. Forbidden Dark Mage. Mysterium Project ist natürlich eigentlich ganz gut. Return all ahead, machine of followers to your hand, summon an assembly dot for each. Then give all ahead, execute the half of the number of cards used to this rounded up. Es kann zwar gut sein, aber dafür brauche ich halt Maschinenkarten. Okay. Jupp, Goblin-Dings definitiv. Goblin-Warpack. Magic, Disintegration, Arcane Aether, Draw, Execute. Pattern Earth Essence, ich bin irgendwie gerade nicht so damit zufrieden, wie das Deck ist. Wenn ich eine Copy of an Elite Damage. Komm. Jo. Also irgendwie bin ich damit nicht so glücklich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Dings hier spielen werden können werde. Diese Chimera, leider. Das ist das Problem dabei ein bisschen. Aber nun ja. Ist halt so dann. Ich hoffe einfach, dass ich zumindest einen Sieg quasi raushole. Kyoka Crimson Christ Pupil ist natürlich ziemlich gut. Dich packe ich erstmal raus. Ja. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, Twinblade Mage da zu haben. Also ich denke mir noch, die Kombination aus Twinblade Mage und dem Gabriel ist extrem hart. Ich kann theoretisch Twinblade Mage spielen und 7-7 verpassen. Wenn es dann so klappt. Ein Storm 9-9er ist halt echt nicht harmlos. Maschine. Gut.
Ja, bringt mir gar nichts, kann ich auch nichts ändern. Dann spiele ich mal als erstes direkt Arcane Aether. Je nachdem, was kommt. Okay, da bringt mir Magic Missile noch nicht viel. Komm, spiele ich den. Wenigstens habe ich damit ein bisschen Karten. Ach, fuck it, ey. Look into the circus. Ich bin nicht glücklich darüber, aber das ist hingegen schon mal sehr gut, dass ich den da habe. Nächsten Zug spiele ich Kyoke. Evolve dann auch, das gibt dann direkt zweimal Spellboost. Irgendwie wäre noch ein Kartor wäre noch mal ganz nett. Naja, ich sag mal so. Notfalls aber kann ich spätestens im Zug danach ein bisschen damit Spaß haben. April Heavenly Voice hat. Ward, okay. Das wird noch lustig werden dann. Goblin Warpack, ja, behalte ich zurück. Die Tür ist. Ah, Turn Enemy Follower, jupp, dann geht der weg. Repair Mode behalte ich mir noch zurück, das brauche ich jetzt noch nicht nutzen. Zumal, weil ich gleich ziehe und dann bin ich bei 20 und dann wird's lustig mit dem Spaß hier. Das wird echt, glaube ich, das kann ziemlich gut werden für mich hier, der Spaß. Also spätestens wenn ich ins Late Game komme, ist das hier eine echt arschige Combo. Vor allem weil ich gehe, also für Zug 9 hätte ich jetzt als erstmal geplant, den Goblin Warpack zu spielen und dann die Combo hier. Das ist schon ganz nett. Gut, hopp. So, da brauche ich. Also, ich hätte Electrokitty spielen können, aber. Affect to an enemy. Ich hätte. Ah, shit. Ich hätte auch den da geben können. Mister. Schade, schade, schade. Mit Disintegration kann ich auch banishen. Und ich würde dann sogar 4 wieder zurückbekommen, also, das hätte mich nur 1 gekostet. Das ist gar nicht schlecht gerade eigentlich. Wenn der kaputt geht, wird der ja nochmal gespellboostet. Kommt das auch noch hinzu? Dann wäre das schon bei Kosten 2 nur noch. Ich habe einen Repair Mode. Okay, mit Disintegration wäre er nur noch bei Kosten 1. Damit, komm, Evolve. Bitte Evolve. Das wäre so lustig. Clash of Heroes. Komm. Out like a lamb. So. Damit komme ich doch eigentlich ganz gut zurecht. Twinblade Mage ist gleich schon. Den kann ich gleich schon kostenlos spielen. Oh, und stimmt ja, ich kann ja den dann noch evolven auch. Jetzt.
Okay, das ist natürlich jetzt ungünstig. Unangenehm. Okay, okay. Komm. Whenever you play, immer schnell. Okay, das heißt, mit dem könnte ich sogar auch lustig. Wenn ich den jetzt spiele, dann bekomme ich sogar einen zurück. Aber das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass ich wahrscheinlich nicht genug Schaden machen insgesamt. Okay, der gut, dass ich den hier habe. Gut, dass ich das Integration habe, weil das wird... Weil das wäre sonst nicht so optimal. Golem Squad ist noch nicht gespellboosted. Ja, den bewahre ich mir auch noch auf. Gut. So. Damit habe ich das. Im nächsten Zug wird Goblin War Pack gespielt. Und danach die hier. Ich muss halt schauen, was jetzt von ihm kommt. Das ist natürlich nervig, aber es geht tatsächlich schlimmer für mich. Das ist hingegen schon noch mehr nerviger. Gut. Goblin War Pack. So. Jetzt kommt es halt hart drauf an. Ach, fuck it, ey. Ist das ärgerlich. Ach, Mist, ey. Okay, okay, schade. Aber nun gut. Ist jetzt so, damit haben wir das erste Match verloren. Ich hoffe, dass wir überhaupt eins gewinnen. Weil ehrlich, ich bezweifle irgendwie immer noch das Deck. Ein bisschen. Okay. Achso. Achso, okay, sie ist von Idolmasters, okay. Das könnte ich mir vorstellen jetzt. So, Claygumman, Arcane Aether. Electro Kitty. Das kann ich eigentlich so als Starthand ohne Probleme behalten. Die Frage ist halt ein bisschen, was ich jetzt ziehe. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Na komm, ich spiele den. Ich nehme den Paper Shikigami. Den spiele ich dann auch im nächsten Zug. Ja, Dragon Oracle. Ist natürlich quasi ungünstig für mich. Aber hey, ist halt so. Nächsten Zug. Okay, ein Aether. Naja. Das ist tatsächlich dann nicht schlimm. Ach shit. Das ist nervig jetzt gewesen. Gut.
aber belasse ich dann jetzt gerade. Ach, fuck it, ey. Das ist für mich sehr ungünstig jetzt. Ich muss jetzt ein bisschen Druck aufbauen. Also jetzt hat er halt drei Karten, wenn er jetzt nachzieht eine. So, ich muss das halt machen, damit ich ein bisschen Druck aufbauen kann. Meckern. Mecha-Book Sorcerer spiele ich dann gleich und Evolve den wahrscheinlich auch direkt. Hm. Emergency mode activated. Nope, den bewahre ich mir noch auf. Den mache ich jetzt nicht. So, dann spiele ich dich. Natürlich direkt oben rein und du gehst face. Ich denke mir, dass es wahrscheinlich klüger gewesen wäre, den Darank zu traden. So können dir jetzt theoretisch die beiden Darank traden, aber das ist dann halt so. Eigentlich hoffe ich, dass er jetzt eine besonders mächtige Karte spielt, die ich dann hiermit quasi auskontern kann. Das wäre ein bisschen meine Hoffnung noch. Okay. Damit haben wir das. Gut. Ice is no joke. Hopp und hopp. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen da was bringt. Ach fuck it, ey, ich hab noch mit denen evolven und hier rein traden, oder? Ach fuck. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Alter, fuck. Das reicht mir nicht. Ich brauche halt den Wolf dafür, theoretisch. Ach, scheiße, ey. Ich könnte den spielen, evolven, dann den, aber... Ach komm, ich bleib mir nichts anderes übrig. Ich muss halt quasi schauen und hoffen, dass ich... Okay, den kann ich jetzt spielen. So. Jetzt ist die Frage... Ach, fuck it. Das ist alles egal. Ich habe trotzdem mal wieder verloren. Nee, das Match habe ich trotzdem jetzt wieder verloren. Die Verteidigung reicht nicht aus. Ach, scheiße, ey. Komm, kill mich einfach. Ah, okay. Also jetzt ist sowieso durch gewesen. Toll. Komm, das bringt nichts. Das war jetzt echt ein sehr mieses Match. Wirklich ein sehr, sehr mieses für mich.
Vielleicht kriege ich ja das nächste etwas besser hin. Ich hoffe einfach mal. Okay, gegen einen anderen, Runecraft. Mal sehen, was das... Okay. Ich behalte dich mal auf der Hand, falls ich andere Maschinerkarten ziehe, dass ich das dann da nutzen kann. Okay. Behalte ich erstmal so, weil... Ich habe noch keinen Spellboost gerade und ich brauche den jetzt nicht zwingend direkt spielen. Ich fusioniere den einfach mal dazu. Das Problem ist, dass die Karte bringt mir halt kaum was, leider. Ey, really? Gut, dann mache ich halt das. Oh, irgendwie sehr ärgerlich gerade, das Ganze für mich. Ist das ätzend. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dieses Match jetzt schon aufgeben kann. Komm. Ach, ficken, ey. Oh, ey, ist das nervig. Ich glaube echt, ich habe das Match jetzt schon verloren. Okay. Ich kann den spielen. Ich kann den spielen. Ich kann den evolven. Dann kann ich den da reinhauen. Dich mache ich da. Dann habe ich dich da rein. Es ist trotzdem nicht gut. Leck mich. Rein aus Interesse ist eigentlich. Ehrlich, ich habe echt mal wieder verloren. Das Problem ist ja, es bringt ja nichts für mich gerade alles. Okay, ich hätte den spielen können und evolven können, aber selbst das hätte... Oh doch, damit hätte ich das überlebt, aber... Naja. Ey, das ist doch für ein Arsch. Ja, das war eine echt bescheidene Folge. Ich habe mich auch nicht gut angestellt, aber trotzdem war das echt sehr, sehr mies. Ah, scheiße, ey. Drei Matches schon verloren. Zwei Matches habe ich noch. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein Match irgendwie noch gewinne. Naja, morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.